Keine andere Fraktion dieses Hauses steht mit dem Prinzip des Rechtsstaats und mit der Achtung vor den Institutionen unserer Verfassung so sehr aufs Kriegsfuß wie diese Fraktion der AfD. Und deshalb möchte ich diese Scharlatanerie hier auch mal einordnen. Sie ist nämlich Ausfluss einer Ansage, die Ihr Fraktionsvorsitzender in der FAZ in einem Interview wörtliches Zitat gemacht hat. Es solle hier nämlich im Parlament Krieg geführt werden. Und Krieg ist kein Wettbewerb, kein sportlicher Wettbewerb, sondern zielt auf Vernichtung an. Und was Sie vernichten wollen, ist das Ansehen dieses Parlaments und dieses Hauses. Und dieses denke ich mir auch nicht aus, sondern in der FAZ vom 4.4.2019 ist zu lesen, die AfD droht damit, die Arbeit des Bundestags systematisch zu behindern. Und ein wörtliches Zitat aus einem internen Papier, ich zitiere aus der FAZ, die aus ihren Papieren zitiert, in jeder Sitzungswoche fänden dann zeitraubende Wahlen statt. Das werde, Zitat, das Ansehen des Bundestags nachhaltig beschädigen und das Vertrauen in unsere Demokratie erschüttern. Und darauf legen Sie es an. Schämen Sie sich!